ein Pfeiler, ein Hauptpfeiler unserer Wirtschaft, des Exportweltmeisters Deutschland. Ja, guter Punkt, guter Punkt, Menschen, sehr guter Punkt. Die nicht, nichts und gar nichts dafür können. Bei uns wird jede Familie, die Kinder hat, für jedes Elternteil 150 ja, Euro. Ja, auch ein guter Punkt. Na, ist auch ein guter Punkt. Die zweite Vuelta-Woche ist Geschichte. Und wir haben jetzt den zweiten Ruhetag bei der Spanien-Rundfahrt. Warum melde ich mich erst so spät von der Vuelta? Ganz ehrlich, Jungs und Mädels, ich bin noch im Söldenfieber. Ich habe so einen Spaß am Ötztaler gehabt. Es war wirklich der Wahnsinn in Sölden. Ich bin noch bis Montag geblieben und da blieb einfach keine Zeit mehr für das erste Vuelta-Update. Jetzt aber dafür umso umfangreicher und mit doppelt so viel Expertise. Chris Froome dominiert die Vuelta fast nach Belieben, ist eine Minute vor seinem härtesten Konkurrenten Vincenzo Nibali platziert und ist Inhaber des natürlich roten, grünen und weißen Trikots. Der Junge weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Dingern. Was ist noch passiert? Matteo Trentin, der Italiener vom belgischen Team Quickstep Floors, hat bereits drei Etappen für sich entscheiden können. Man muss allerdings sagen, ohne die Sprinterkonkurrenz ist das kein großes Kunststück. Also, selbst Degenkolb ist aus dem Rennen. Angst macht mir auch der Kolumbianer Michel Angel Lopez vom Team Astana, der auf bereits zwei schweren Bergetappen seine Etappensiege für sich verbuchen konnte. Ein großes Lob muss auch an den Polen Rafael Majka vom deutschen Team Bora-Hansgrohe ausgesprochen werden, der auf der 14. und sehr bergigen Etappe einen wunderschönen Soloritt hinlegte und die Etappe für sich entschied. Kommen wir nun zum Vuelta-Helden. Und wer könnte es anders sein als der Spanier Alberto Contador mit der Rückennummer 1, verlor zwar in der ersten Vuelta-Woche eine Menge Zeit, versucht jetzt aber mit vielen Ausreißversuchen und vielen Antritten zumindest den Zuschauern bei seinem letzten Profirennen nochmal eine schöne Show zu bieten. Das ist ein Daumen hoch wert. Lasst uns aber auch über das Vuelta-Debakel sprechen. Es trifft den US-Amerikaner TJ Van Garderen, reiste für sein Team BMC bei der Vuelta an, um im Gesamtklassement etwas zu reißen, ist jetzt aber schon weit abgeschlagen und spielt überhaupt gar keine Rolle mehr im Kampf um das Treppchen. Eine Grand Tour wäre natürlich keine Grand Tour, wenn es nicht auch eine Menge Skandale gäbe. Wo soll ich anfangen? Beim abgebrannten Teambus vom Team Aqua Blue Sport? Oder etwa bei dem Polizisten, der einen Fan vor einem Motorrad schubste? Oder vielleicht der Fan, der sich am Team Katjuscha vergriffen hat und den Fahrer, wie hieß denn der? Belkov? War das Belkov? Ich weiß es nicht. Mann, Mann, Mann. Boah, wie hieß der denn? Das gibt es doch nicht. Das geht schon wieder so in die Zeit, ne? Wie hieß der denn? Wie hieß der denn? Katjuscha Fan. Mal gucken, was da rauskommt. Belkov! Belkov! Dieser Fan hat also Maxim Belkov vom Team Katjuscha Alpecin mit einem gewaltigen Bodycheck von der Straße befördert. Allerdings muss man sagen, dass der Fan wohl geistig zurückgeblieben gewesen sein soll. Katjuscha Alpecin will zumindest keine weiteren rechtlichen Schritte folgen lassen. Das ist doch lobenswert. Am Dienstag folgt... Drehen wir überhaupt hier noch? Oh Gott, bitte, 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 bitte. Nein, nein, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Wie geht es in der letzten Vuelta-Woche weiter? Am Dienstag folgt ein 40 Kilometer langes und sehr flaches Einzelzeitfahren, was wieder einmal dem gesamtführenden Christopher Froome sehr gefallen dürfte und er wahrscheinlich sogar seinen Vorsprung gegenüber Vincenzo Nibali weiter ausbauen dürfte. Am Mittwoch geht es auf den letzten 5 Kilometern nochmal knackig zur Sache, denn da stehen weit über 400 Höhenmeter auf dem Programm. Auch hier heißt es dann wieder für Christopher Froome aufpassen. Donnerstag und Freitag werden etwas wellig, bevor es dann am Samstag zur Königsetappe geht. Denn da geht es den berühmten Alto de Langli. Ach Jungs und Mädels, auch wieder ein Hohenberg. Der ist legendär, den kennt man. Ja, aussprechen muss man ihn nicht. Am Samstag folgt dann die alles entscheidende und die Königsetappe, denn da geht es den legendären Alto del Angliru hoch. 12 Kilometer, 1200 Höhenmeter, auf denen sich selbstverständlich das Gesamtklassement und die Vuelta dann entscheiden werden.
Froome ist die Vuelta dann nicht mehr zu nehmen und am Sonntag folgt dann noch eine gemütliche Stadtrundfahrt durch Madrid, die wahrscheinlich der Italiener Matteo Trentin vermutlich für sich entscheiden wird. Zu guter Letzt kommen wir jetzt aber noch zu dem wichtigsten Punkt des gesamten Videos, nämlich natürlich der Abonnentenzeit. Wir fangen an bei IK Digger, Rex Kätzchen, Christoph Händle, Shenting Lu, Tim XD, Daniel Schmidkons, Alex Funk, Jan Großer, Heisematt, H. Witzer 94BL, Jan Dreving, Mats Rischhoff, yay, guter Mann, guter Mann, Jannis Rothe, Charlie Braun, RC GRSK, Alexander Meyer, schön, dass du neben dem Fußball auch den Radsport verfolgst, Weilian 7, The Jazzy, Jonas Köder, Milchgeldkassierer, bombastischer Name, David Tobias Munz, Thomas Pfurtscheller, Thorsten Kokel, Stefan Möller, Katsusa Tamura, Daniel Penzkofer, Bernd Voss, wahrscheinlich der Vater von Paul Voss, New Generation 1000, Fabian Knieps, Franz Unger, Daniel Teschler, Michael Weyer, Mimarv, Thomas Braun, Bex Orange, Sebastian, The Heavy Checker, Emmy 1286, Happy Time 23.1, und last but not least, Abkürzung N. Großartig, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank fürs Abonnieren. Abonniert unseren Kanal aber weiterhin. Wir wollen die 1000 Abonnenten knacken, denn dann gibt es die nächste legendäre Shakedown-Ausfahrt. Liked unsere Seite bei Facebook, die ich euch hier unten verlinkt habe, und teilt auch dort unsere Videos. Ja, das Kanzlerduell ist jetzt auch vorbei. Ich würde sagen, ich habe jetzt auch Feierabend. Ich bin jetzt auch